Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute backe ich wieder Pirogi, aber süße Pirogi. Zwei Blechen habe ich gebacken mit Kirschen, Aprikosen, bisschen auch noch Frischkäse dazu gemacht. So ein Mischmasch von unterschiedlichen Sachen, was bisschen. Und so sehen die aus. Habe ich heute auch ganz andere Hefeteigrezept genommen. Sehr, sehr, sehr weich, sehr flüssig, schmeckt sehr lecker. Und natürlich es kann man diesen Teig nicht unbedingt jetzt für die Pirogen nehmen. Kann man auch mit denen zum Beispiel Zimtschnecke backen oder süße Brotchen oder Krendel oder was weiß ich. Egal was. Schaut, er ist so weich, so weich, so flüffig. Richtig lecker. Es braucht man nur jetzt die Tasse Kaffee und einen Tisch. Und diese Pirogi kann man mit unterschiedlichen Füllungen machen. Ob das mit Äpfel und anderen Beeren wirklich Fantasie sind, unbegrenzt. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich es heute gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Bevor wir jetzt den Teig anfangen zu machen, werden wir erstmal was vorbereiten. Nehmen wir ein Töpfchen, geben wir da 500 ml Wasser und stellen es richtig aufkochen. So, das Wasser kocht, geben wir jetzt in heißes Wasser Zucker, dann Öl. Alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Und ein Teelöffel Salz. Alles gut verrühren und lassen wir das jetzt abkühlen bis Zimmertemperatur, so lauwarm, dass wir die Hefe reinmachen können. So, nachdem unsere Mischung etwas abgekühlt ist, gebe ich es in den Schüssel, in welche ich werde den Teig zubereiten. Und jetzt messen wir noch unbedingt die Temperatur von unserer Mischung. Es darf auf keinen Fall höher sein als 40 Grad. So, mein Wasser ungefähr so zwischen 34 und 35 Grad. Perfekt. Es kann so 37 bis 40 Grad, aber höher nicht. Gebe ich da ein Würfel Hefe, weil ich mache für ein Kilo Teig. Diesen Teig, nachdem er fertig ist, kann man anfrieren ein Stückchen, wenn er nicht alles braucht. Oder am besten gleich Pirogi machen und fertige Pirogi lieber anfrieren. Dann habt ihr aber einmal Arbeit gemacht und habt ihr dann später was davon. So, ich lasse jetzt erstmal ungefähr so 10 Minuten stehen, dass die Hefe ein bisschen aufgeht. So, Decke ein bisschen zu. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen. Schauen wir, es merkt man hier, ploppt überall. Jetzt können wir auch schon Milch dazu geben. Milch habe ich abgewogen, 1 Kilo, und gebe erstmal portionsweise. Natürlich sieben wir das Mehl. Unterrühren und dann geben wir noch die restlichen. Immer wieder, schaut ihr, wie schön das. Immer wieder portionsweise Mehl dazu geben, weil es gibt immer Plus, Minus. Die Hefe waren richtig schön frisch. Schaut ihr, wie schön schäumt. Super. So, jetzt nehme ich die Hand. Noch ein bisschen Mehl. Der Teig soll weich bleiben, aber nicht zu den Händen kleben. Geben wir auf die Arbeitsplatte. Die Hände kann man ein bisschen mit Öl bestreichen für bessere Kneten. Und dann geht es los. Und wenn der Teig ist immer noch sehr klebrig, einfach ein bisschen Mehl dazugeben. So, beim Kneten merken wir, dass es ein bisschen noch klebt. Immer so ganz bisschen dazugeben, dass er auch an die Hände nicht klebt.
weil wir müssen schon ein paar Minuten den Teig kneten. So, der Teig fühlt sich jetzt richtig gut, schön weich. Es ganz, ganz bisschen klebt, aber ich werde kein mehr Mehl dazugeben, dass er wird nicht so mit dem Mehl gestoppt, sondern schön weich bleibt. Schaut, wie er aussieht. Geknetet haben wir auch ihn genug, weil er geht schön wieder zurück. Und jetzt lassen wir unseren Teig an einem warmen Ort aufgehen. Ungefähr so 45 bis eine Stunde. Auf jeden Fall, er muss sich doppelt vergrößern. Das Schüssel machen wir in den Öl. Teig zurück. Deckel drauf und warm stellen. Und von dem Mehl habe ich jetzt abgewogen, habe ich noch hier 120 Gramm von der 1 Kilo. Aber wir brauchen noch für später ein bisschen zum Ausrollen und Teig kneten. So wie ich schon gesagt habe, plus minus wird immer sein. So, meine Lieben, es sind jetzt 45 Minuten vorbei. Schaut, mein Deckel geht schon hoch. Ups. Der Teig ist schon oben, die Hefe waren aber wirklich sehr gut, frische Hefe. Geben wir jetzt unseren Teig auf den Tisch. Super. Und werden wir etwas kneten. Ich möchte mit zwei Füllungen machen. Das sind die Aprikosen. Und ich habe noch Rest von meinen gefrorenen Kirschen von letztes Jahr. Und die will ich weghaben. Deswegen werde ich mit zwei Füllungen machen. Es kann man auch mit Äpfel machen, kann man mit Quark machen, so wie ihr gerne wollt. So, ich mache die Hälfte erstmal wieder zurück in die Schüssel, dass er sich nicht so antrocknet oben, und stelle an die Seite. Und mit denen werden wir jetzt erstmal eine Sorte von Pirogen machen. Die Größe von Pirogen überlasse ich euch, so wie ihr gerne möchtet. Ich wiege das nicht ab, weil es ist nur für meine Familie, und wenn mal eine größer, eine kleiner ist, auch nicht schlimm. Deswegen teile ich einfach so prima Damen. So, ungefähr 11 Stück hier. So, bis 12 Stück kann man das machen. Können wir mit den Fingern breit machen oder einfach ausrollen. So wie es das euch bequem ist. So was am besten zu zweit machen. Einer rollt aus, der andere füllt die und macht die zusammen. Wenn es klebt, ganz bisschen Mehl geben. Sonst alles gut. So, jetzt kommt die Füllung rein. In Füllung sind nur Aprikosen klein geschnitten, ohne Zucker oder sowas. Wenn wir jetzt Zucker hier reinmachen, es wird sofort zu feucht, zu matschig, und dann geht der Teig auf. Deswegen, es macht man ganz anders. Es gibt etwas Zucker in die Mitte. Das ist natürlich auch nach eurem eigenen Geschmack, wie ihr gerne möchtet. Ich habe jetzt braunen Zucker genommen, könnt ihr Erythrit nehmen, könnt ihr normale Zucker nehmen, Rohzucker, egal was für so einen Süßstoff nehmt ihr. Und dann kommt die geschnittene Aprikose. Natürlich, wir wollen auch schön viel Füllung haben, und dann machen wir es zu. So, ich gebe immer von der Mitte. Erstmal hier runter, dreht man und geht man zurück in die andere Richtung. Nochmal ein bisschen knipsen, draufdrücken, fertig. Und mit der Naht nach unten legen wir einfach auf den Blech. Auf dem Blech habe ich schon Papier draufgelegt und lassen wir die drauflegen. Und legen wir die so, dass die auch Platz haben zum Aufgehen. Und so geht das weiter. Kann man gleich mehrere schon machen. Ein Teelöffel normalerweise reicht. Es geht natürlich auch, wie süß die Früchte sind. Und die Aprikosen sind
Absolut nicht süß. Absolut nicht süß. Die Sonne gefällt. Mit den Kirschen etwas bisschen anders, weil die Kirschen haben wirklich sehr viel Saft und beim Backen lassen die noch mehr Saft. Da sind die jetzt noch außerdem aufgetaute Kirsche, ob ihr jetzt nehmt nur frische Kirsche, ich könnte, oder Füllung zubereiten, wie in meinem anderen Video ist, ich stelle euch unten links, da könnt ihr nachschauen, da kann man die aufkochen mit der Speisestärke. Oder wir machen ganz anders und das kann man auch so machen. Dass es unseren Teig nicht durchnässt, geben wir ungefähr so, nicht direkt, halber Teelöffel Weichweizengrieß. Einfach hier in die Mitte streuen. Danach Zucker. Und dann die Kirschen. Und fertig. Und geht auch auf den Blech. Und so mache ich erstmal die alle fertig. So, für den zweiten Teil schaut ihr von unserer Hälfte von dem Teig, wie er schon wieder hochgegangen. Ich habe gedacht, ich mache nicht nur Obst, sondern mische ich auch ein bisschen mit dem Frischkäse. Teilen wir erstmal wieder auf mehrere Teile. Hier habe ich jetzt 12 und werden wir genau so machen, ausrollen, bisschen Zucker dazu geben und zu den Aprikosen gebe ich jetzt etwas von den Frischkäse, so ein Teil. Versuchen wir erstmal alles so gut wie es geht verrühren. Es muss nur ein bisschen sein, dass so wie eine so gebundene Masse ist. So, das geht auch schon. Und dann geben wir in die Mitte. Hier habe ich noch eine Nektarine reingeschnitten. Zumachen. Und auf die Blech legen. Und so mache ich jetzt erstmal die restliche fertig. Danach einfach ein bisschen zudecken und 10 Minuten auch kurz aufgehen lassen. So, meine Lieben, bin ich fertig mit meiner Pirogue hier machen. Auf jedem Blech ist das 10 Stück und 3 habe ich jetzt hier auf den Heißluftfritteuse-Gitter drauf gemacht. Werde die einfach in Heißluftfritteuse ausprobieren zu backen. Jetzt können wir mit Ei bestreichen. Ich nehme ein Ei, komplette Ei, weil wir haben sehr viel Pirogen. Erstmal verquälen und dass wir eine knusprige Kruste oben drauf haben, werden wir kein Milch oder kein Wasser dazu geben, sondern einen Teelöffel Zucker. Und werden wir das auch wieder gut verrühren. So, und jetzt bestreichen wir die Pirogen. Den Backofen habe ich schon angemacht zum Vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen mit Zimt und Zucker bestreuen. Ich mache nicht alle, nur eine Reihe. Und jetzt gehe ich in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze ungefähr für 20-25 Minuten backen. Schaut, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. So, meine Lieben, die erste Blech ist fertig. 25 Minuten habe ich es gebacken und jetzt kommt die zweite rein. Lassen wir erstmal die paar Minuten ruhen. So ungefähr so 5 bis 10 Minuten kann man die einfach stehen lassen. Ich stelle mein Blech einfach auf den Gitter. So, und der zweite Blech ist auch fertig. Und ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen übertrieben mit den Füllen. Weil ab und zu irgendwo mal sowas rausgelaufen. Schade, naja, jetzt lassen wir die bisschen abkühlen und dann können wir auch probieren. Die 3 Stück, was ich in den Heißluftfritteuse gemacht habe, ich bei 160 Grad Programm backen genommen und 15 Minuten habe ich die gebacken. Nach 10 Minuten habe ich die umgedreht, dass die von der anderen Seite auch knusprig werden. Nicht so wie bei meinem Blätterteig. Aber so funktioniert er. Nun muss man leider umdrehen. Ist auch nicht schlimm. Wir werden probieren jetzt von dem ersten Blech, weil die sind schon ein bisschen abgekühlt. Den heißen Blech stelle ich jetzt mal auf den Gitter.
probieren wir jetzt erstmal eine. Weich sind die Wahnsinn. Uiuiuiui, richtig schön weich. Und jetzt schneide ich noch auf. Wow, schaut. Richtig schön viel Füllung und den Teig ist wahnsinnig wie weich. So weich, will ich richtig mal richtig reinbeißen. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept oder dieser Hefeteig auch gefallen. Es ist wirklich so fluffig. Kann man auch ein süßes Brötchen oder zum Beispiel Schnecken, Zimtschnecken backen. Nicht unbedingt Pirogen. Egal welches kleines Gepäck ihr backt, könnt ihr mit diesem Hefeteig machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich danach eine schöne Kaffeezeit. Würde mich freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde, und für eure ehrliche Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!